Hallo, in diesem Video wollen wir uns einen kleinen Mailer bauen, also ein E-Mail-Programm, das für uns unsere E-Mails verschickt. Natürlich kein Programm, das auch E-Mails empfängt oder die besonders hübsch darstellt, sage ich jetzt mal. Also kein Ersatz für den Thunderbird oder den Outlook Express, sondern eben einfach nur ein Mail-Programm, das wir dazu benutzen können, wenn wir zum Beispiel Programmer haben, die uns Statusberichte schicken können oder eben Rundmails verschicken. Eher solche Art von Mailprogramm. So, wir haben ganz normal ein neues Formular und fangen jetzt an, ein paar Textboxen hinzuzufügen. Nämlich die, die wir brauchen. Zum Beispiel um den Absender und so weiter alles anzugeben. So, fangen wir an mit dem ersten Label. Das ist von. Kopieren wir das direkt. Dann an. Ups, der dritte, machen wir das so. CV wieder und als letztes ist das der Betreff. Und jetzt als letztes der Text. Tja, das müsste es im Großen und Ganzen schon gewesen sein. Das machen wir natürlich hier Multiline. Weil der Text könnte ja was größer sein. Machen wir es so. Und am Ende brauchen wir natürlich noch einen Button zum Absenden. Gut. Hätten wir das. So, schauen wir uns die Routine an. Die Befehle, die wir benutzen werden, kommen im Großen und Ganzen alles aus der Net Runtime. Das bedeutet, eigentliche Visual Basic Befehle benutzen wir gar nicht. Und insoweit sieht dieses Prinzip hier auch unter Visual C genauso aus wie unter Visual C Sharp. Also, wir beginnen mit Imports. Und dann System net mail. Da kommen die Befehle also her. Erstellen wir uns eine eigene Sub dafür. Public sub send mail. So, und dann dim email message as mail. Ups, as Mail Message gleich New Mail Message. Dann E-Mail Message Punkt Form. Genau, gleich New Mail Address. Und jetzt der Absender. Dann müssen wir natürlich jetzt Textbox 1.text eingeben. Vorausgesetzt, unser Absender ist auch die Textbox 1, genau. So, dann der zweite Befehl ist natürlich E-Mail Message to at und Textbox 2.text. Dann haben wir E-Mail Message. Subject. Das ist Textbox 3.text. Dann haben wir E-Mail Body. Message.body.
gleich Textbox 4.text. So, jetzt abschließend ist noch E-Mail Message Punkt Priorität gleich normal. Dann die, müssen wir natürlich noch die Verknüpfung bzw. den Kontakt herstellen mit dem Server. Bis jetzt haben wir ja nur die E-Mail definiert, bzw. woher kommt sie, wohin geht sie, die Subject-Zeile, den eigentlichen Text. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Routine speichern, dass wir eine Verbindung mit dem Mail-Server aufnehmen sollen. Also dem SMTP as new SMTP-Client. Und da setze ich jetzt mail.google.com an. Das könnte man natürlich theoretisch auch noch hier irgendwo in einer Art Config-Zeile einfügen, aber ich mache das jetzt mal hier im Code. Dim Basic Authentikation. Info as new. So, und dann, ups, das ist ein bisschen groß hier. Das gehört ja noch dahinter, System.net.networks-credentials. Da kommt jetzt nochmal der Absender hin. Beziehungsweise der Account, auf den wir eben zugreifen wollen. Und das ist sempervideo@gmail.com. Und natürlich noch das Passwort. Das schreibe ich jetzt natürlich erstmal nur so rein. Nachher beim Test wird es natürlich richtig angegeben, aber ich will es natürlich jetzt hier nicht innerhalb des Videos, sage ich jetzt mal. So schön breit treten. SMTP.credentials gleich Basic Authentikationsinfo. Und damit ich mich hier nicht verschrieben habe, werde ich einfach von da runter kopieren. So, jetzt try SMTP send E-Mail Message. Und falls das nicht funktioniert, catch XS Exception. Dann gibt es uns eine Message Box. Message. Die Caption soll einfach nur Fehler ausweisen. Und dann Message Box OK. Und das Icon, das wir sehen wollen, soll das Error Icon sein. Gut. Damit ist die Routine erstmal so fertig. Die müssen wir natürlich jetzt noch in unseren Absende-Button setzen, indem wir in den Button 1 klicken, nur dass die Sendmail-Routine aufrufen, wird ja dann quasi dieses hier komplett ausgeführt. Speichern wir es mal ab. So, starten wir mal und Absender können wir jetzt irgendwas eingeben. Meistens nehmen die E-Mail-Server Mails entgegen, für die ein entsprechender Account besteht. Also ich schreibe jetzt hier einfach mal von james@bond.net. Das ist jetzt hier schon wichtiger. An info@sempervideo.de. Betreff ist Testmail Nummer 1 und dies ist die erste Testmail. So, absenden. Jetzt müssen wir nochmal in den E-Mail-Account schauen. Und hier ist die E-Mail.
Und da sehen wir im Großen und Ganzen nur die von uns eingegebenen Daten. Also der Betreff Testmail Nummer 1 haben wir eingegeben, dann von ist james@bond.net. An sowieso, beziehungsweise der Empfänger, der musste ja stimmen, sonst hätte der Mail-Server das ja auf keinen Fall angenommen. Für Fremde relayt er ja nicht. Und dann einfach nur der Text. Also das würde jetzt so funktionieren. Und wir müssen natürlich jetzt diese Routine entsprechend erweitern, und zwar an unsere Bedürfnisse, wenn wir jetzt eben sagen, wir wollen nicht nur einen Empfänger haben, sondern mehrere Empfänger. Dann, oder eventuell diese BCC oder CC-Funktion, die es bei E-Mails noch gibt. Je nachdem, was wir da also wünschen. Attachments haben wir ja auch noch nicht drin, kommt dann aber alles noch. Okay.